Hi, liebe Leute. Ich habe eine neue Serie für euch, wo jetzt viele Videos kommen, die vielleicht etwas kürzer sind. Und manche Themen kennt ihr vielleicht schon, weil wir Videos gemacht haben, wo viele Themen in einem Video waren. Jetzt kommen zu jedem einzelnen Thema auch ein einzelnes Video. Die neue Serie heißt Fehlerfokus. Und darum geht es, die typischen Fehler, die man so sieht bei Fahrtechnik-Schülern oder Leute, die einfach üben. Und das sind wirklich Details. Und ich fange heute mal mit einem Detail an, was häufig vorkommt. Und zwar ist es so, wenn Leute den Vorderradlupfer üben, entweder mit Lenker wegschieben, Manual Impuls oder mit Aufrichten der Schulterachse, sich klein machen, sich groß machen oder auch teilweise Leute, die falsche Gewohnheit haben des Reißens. Ganz häufig ist es so, dass die Leute dabei auch noch nach unten gucken. So, das heißt, Fehlerbild ganz typisch, der Blick nach unten. Wo ist die Problematik, wenn man zum Beispiel einen Manual Impuls macht und man schaut nach unten? Dann die Bewegung des Körpers nach hinten wird dann gestoppt, weil man wieder nach unten schaut, das Vorderrad fällt auch sofort wieder runter. Mein Tipp, wie ihr das lösen könnt, sagt euch laut dabei, Blick, Blick und schaut, was da an, was da ist. Vielleicht da ist ein Baum, dann guckt ihr schon vorher den Baum an, Baum, Baum, Baum und dann macht ihr das Manöver, weil so könnt ihr halt verhindern, dass der Reflex kommt und ihr guckt runter. Bei Leuten, die dann ein Hindernis haben, Vorderrad und Hinterrad anlupfen, da ist es oft so, dass sie prüfen, bin ich rübergekommen und auch direkt wieder runter gucken. Ich mache euch ein paar Beispiele vor mit Fehler und ohne Fehler und ja, ich rede jetzt ein bisschen lauter, weil die Kamera so weit weg ist. Ich hoffe, alles ist okay für euch und jo. Typisches Fehlerbild liegt nach unten. So, das sollte man verhindern. Man kann schon vorher nach vorne schauen, nach vorne und das Manöver starten. Also, achtet mal darauf. Schaut nach vorne und ihr könnt euch auch mit dem Handy mal filmen, um das zu prüfen. Und auch wenn ihr dann zum Bunnyhop übergeht und so, Blick nach vorne. Ich hoffe, die Tipps bringen euch weiter. Und jetzt ist es sehr windig und mal gucken, wann ich das nächste Video machen kann. Es kommen jetzt auf jeden Fall mehr. Danke euch und wenn es euch gefällt, dann abonniert gerne den Kanal. Liked das Video, wenn ihr es nicht mögt, könnt ihr auch ehrlich sagen. Und haut rein!